子弹列车上几乎没有乘客，因为正开往德国 COVID-19 疫情最严重的北威州。慈济志工一抵达，立刻将防疫物资送往天主教民爱会。6 Altenheime, 9 Tagespflegen und 8 Pflegestationen, sodass wir täglich in der Betreuung über 2000 Leute haben, im ganzen Kreis Düren. Wir haben relativ noch Glück, weil wir nicht so viele infizierte Personen haben. Wir sind kreativ geworden, haben selbstgenähte Stoffmasken, die wir im Alltag tragen.Haben für unsere Bewohner, um die zu schützen, den Garten abgezäunt, damit keine fremden Personen hineinkommen können und unsere Senioren sich draußen frei bewegen können. Yeah, Applaus! 疫情之下，爱不围困，慈济基金会统筹的防疫物资也抵达英国。经过繁琐的通关程序，再分批寄到伦敦和曼彻斯特，志工的住家变成了临时仓库，全家都来帮忙搬运、盘点，再分配装箱。52、44，哦，也是小箱的，跟刚刚一样，大部分是以那个防护镜啊，跟手套啊这些东西为物资为主，那我们会分送到。目前这样子全部都打包完毕，然后就是等着明天的那个货运来拿，然后到送到了13个点，13个医院加那个安宁病房。伦敦的物资配送同步展开，预计在全英国6大城市、70家医院及养护机构，还有40间慈善单位，都会收到这份无分疆界的防疫用品。大爱新闻真善美之沟欧洲综合报道。再来看到慈济泰国分会因应这一波的疫情，援助贫困人。